Nackenschmerzen zählen zu den häufigsten Beschwerden der Skinlet-Muskulatur. Meist treten sie am Ende des Tages auf und sind sehr schmerzhaft. Der Druck im Nacken und im hinteren Kopfbereich kann bis auf die Schultern ausstrahlen und zu einem steifen Hals führen. Wenn du häufig daran leidest, weißt du sicher, wie sehr diese Schmerzen den Alltag einschränken können. Die Beweglichkeit wird dadurch stark eingeschränkt und es kann auch zu Übelkeit und Brechreiz kommen. Zuerst betrachten wir kurz, welche Ursachen Nackenschmerzen auslösen können. Nackenschmerzen können neurologisch bedingt sein, wobei die Nerven durch eine Muskelverspannung und Entzündung beeinträchtigt werden. Auch Abnutzungserscheinungen, ein Schleudertrauma oder andere Verletzungen können zu Nackenbeschwerden führen. Die häufigste Ursache für Nackenschmerzen ist jedoch eine einfache Muskelverspannung, die durch Fehlhaltungen, psychische Spannungen, Zugluft, Zerrungen etc. ausgelöst werden kann. Zu diesem Thema empfehlen wir auch folgenden Beitrag: Bessere Haltung, wenn dir Nackenschmerzen. Ursachen für Nackenschmerzen 1. Stress und Angst, tägliche Sorgen, seelische Anspannungen. Stress und Nervosität über einen längeren Zeitraum können die Körperhaltung und Bewegungen beeinträchtigen und folglich zu Verkrampfungen, Spannungen und Steifheit führen. 2. Falsches Liegen. Wenn du nach einem langen Arbeitstag mit Nackenschmerzen nach Hause kommst, können diese durch falsches Liegen am nächsten Tag, wenn du aufstehst, noch schlimmer sein. Oft wird dadurch die Bewegungsfähigkeit stark eingeschränkt. Kleiner als 7.120.678 besser-sizes-desktop-generic-box-middle-app-größer-als-google-tag-cmd push-function google tag Define Slot 7.120.678 besser-sizes-desktop-generic-box-middle-app 336 280 300 250. DIVGPTAD 1503391743112-0. Setargeting, Red, Falls. Setargeting, Section 4. Setargeting, URL. Nackenschmerzen, was kann ich tun? Setargeting, Topic, Default. Setargeting, Marfil Type, GetMRFP. Set Clip Sympathy Div True, True, Add Service Google Tag, Pubats Google Tag, Enable Services Google Tag, Display DIVGPTAD 1503391743112-0, kleiner als 7.120.678 besser-sizes-desktop-generic-1x1 größer als Google Tag CMD Push Function Google Tag Define Slot 7.120.678 besser-sizes-desktop-generic-1x1 DIVGPTAD 1513094690767-0 Setargeting, Red, False. Setargeting, Section 4. Setargeting, URL. Nackenschmerzen, was kann ich tun? Setargeting, Topic, Default. Setargeting, Marfil Type, GetMRFP. Set Clip Sympathy Div True, True. Ad Service Google Tag, Pubats Google Tag, Pubats. Clip Sympathy Div Google Tag, Enable Services Google Tag.
Display DIVGPTAD15130946906767-0. Vergiss nicht, dass auch die Matratze ausschlaggebend ist, um eine gute Schlafposition zu fördern. In Bauchlage wird der Nacken- und Halsbereich verdreht und stark belastet, was die Beschwerden verschlimmern kann. Wenn der Wecker klingelt, wirst du einen steifen Nacken verspüren, was sehr unangenehm ist. Es empfiehlt sich deshalb, in Seitenlage zu schlafen und ein Nackenkissen zu verwenden. 3. Langes Sitzen vor dem Computer. Eine korrekte Haltung ist ausschlaggebend, um Beschwerden zu vermeiden. Wenn du vor dem Computer sitzt, solltest du dich alle 15 bis 20 Minuten kurz entspannen, den Hals bewegen und während des Arbeitens darauf achten, dass du vor dem Computer die richtige Haltung einnimmst, wobei die Augen in Bildschirmhöhe sein sollten. Wenn du mehrere Stunden lang mit einer Fehlhaltung vor dem Bildschirm sitzt, kann es zu Nackenschmerzen und Verkrampfungen kommen. 4. Vorsicht mit falschen Bewegungen beim Heben schwerer Gewichte. Solltest du ebenfalls vorsichtig sein. Beim Koffertragen im Urlaub kommt es beispielsweise häufig zu Verkrampfungen und Nackenschmerzen. Auch bei sportlichen Aktivitäten ist Vorsicht geboten. Eine falsche Bewegung beim Gehen, Laufen oder Tanzen kann zu Spannungen im Halsbereich und einem steifen Hals führen. Führe die Übungen sanft aus und versuche, immer die richtige Haltung zu bewahren. Lerne hier mehr über die richtige Körperhaltung. 8 Tipps für eine bessere Haltung. Kleiner als 7.120.678 besser-sizes-desktop-generic-box-down-bind-größer-als-google-tag-cmd-push-function-google-tag. Define Slot 7.120.678 besser-sizes-desktop-generic-box-middle-down 300 250 336 280 DIVGPTAD15033917906470-0. Setargeting, Red, False. Setargeting, Section, 4. Setargeting, URL. Nackenschmerzen, was kann ich tun? Setargeting, Topic, Default. Setargeting, Marfil Type, GetMRFP. Set Clip Sympty Div True, True, Ad Service Google Tag, Pubats Google Tag, Enabled Services Google Tag, Display DIVGPTAD15033917906470-0. Behandlung von Nackenschmerzen. Zuerst betrachten wir kurz, welche Ursachen Nackenschmerzen auslösen können. Zu diesem Thema empfehlen wir auch folgenden Beitrag: Bessere Haltung, wenn dir Nackenschmerzen tägliche Sorgen, seelische Anspannungen, Stress und Nervosität über einen längeren Zeitraum können die Körperhaltung und Bewegungen beeinträchtigen und folglich zu Verkrampfungen, Spannungen und Steifheit führen. Wenn du nach einem langen Arbeitstag mit Nackenschmerzen nach Hause kommst, können diese durch falsches Liegen am nächsten Tag, wenn du aufstehst, noch schlimmer sein. Oft wird dadurch die Bewegungsfähigkeit stark eingeschränkt. Vergiss nicht, dass auch die Matratze ausschlaggebend ist, um eine gute Schlafposition zu fördern. In Bauchlage wird der Nacken- und Halsbereich verdreht und stark belastet, was die Beschwerden verschlimmern kann. Wenn der Wecker klingelt, wirst du einen steifen Nacken verspüren, was sehr unangenehm ist. Es empfiehlt sich deshalb, in Seitenlage zu schlafen und ein Nackenkissen zu verwenden. Lerne hier mehr über die richtige Körperhaltung. 8 Tipps für eine bessere Haltung. Vorsorge ist der beste Schutz vor Nackenschmerzen.
Sobald jedoch Schmerzen und Beschwerden auftreten, sollten diese auch behandelt werden. Ein schmerzstillendes oder entzündungslinderndes Mittel kann zwar die Beschwerden erleichtern, das Problem jedoch nicht lösen. Deshalb solltest du folgende einfachen Empfehlungen befolgen. Entdecke hier 7 Alternativen für Ibuprofen. Folgende Behandlung empfiehlt sich 3 bis 5 Mal die Woche. Beachte auch diese 7 Tipps. Um Stress abzulegen. Yoga sowie tägliches Spazieren oder Schwimmen können dabei sehr hilfreich sein. Versuche auch, Stress korrekt zu bewältigen und achte auf deine Haltung vor dem Computer. Es lohnt sich.